In dieser sehr überraschenden Short News möchte ich euch einen großen Leak zeigen, der heute in der Nacht stattgefunden hat. Es wurde das Render und die offizielle Produktbeschreibung des neuen Unipacks geleakt. Wer heute im US-amerikanischen Xbox Store nach The Sims 4 Discover Anniversary gesucht hat, wurde stark mit diesem Bildschirm überrascht. Mein Kollege Fernando konnte das offizielle Render und eine doch relativ ausführliche Produktbeschreibung festhalten. In dieser ist beschrieben, dass es zwei neue Universitäten geben wird. Die Sims werden sich in Brightchester und dem modernen Foxbury bilden lassen können. Es wird wieder Studentenwohnheime geben. Ebenfalls kann die Welt auch mit einem Fahrrad bereist werden. Die Sims können sich in besonderen Farben ihrer Uni anziehen und Zeit in Gemeinschaftsräumen verbringen. Weiter können die Sims die verschiedenen Fächer Biologie, Computerwissenschaften und Kunstgeschichte sowie Schurkerei studieren. Hier kann an Vorlesungen teilgenommen oder Präsentationen vorbereitet werden, um später mit guten Noten im Erziehungs-, Ingenieurs- oder Rechtswesen einzusteigen. Natürlich gibt es auch wieder besondere Aktivitäten wie Saftpong, Fußballspielen oder neuen Organisationen beitreten, von denen Robotik, Debattieren und Kunst sowie eine geheime Gesellschaft zur Auswahl stehen. Ebenfalls können wir uns über kleine neue Kühlschränke sowie dem Comeback eines Universitätenmaskottchens freuen. Für die Konsolen erscheint das Pack am 17. Dezember, also einen guten Monat später als für den PC. Die offizielle Ankündigung gibt es dann bestimmt in ein paar Tagen. Wie sehen eure ersten Eindrücke aus? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.